Herzlich willkommen wieder hier zurück bei City Skylines. Ha, 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 ha. Wie ich sehe, Stau. Wie ich sehe, geht so mit dem Stau. Ich freue mich wieder so dermaßen hier zu sein in der Chaosstadt. Mein Gott, in der Chaosstadt. So. Jetzt ist nur die Frage. Jetzt ist ja nur die Frage, wie ich das hier so verbinde, weil ich wollte ja diese Stadt so verbinden, dass sie auch hierher fahren können. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt das hier so hin verbinden, dass auch die Leute schön hinfahren können auf die Autobahn. Ich probiere es einfach mal. Ich weiß nicht, ob es geht, aber wer es versucht, der wird schlauer. So, Bumpften. Hallo? Hallo? Dürfte funktionieren. Ich hoffe ja. Ich hoffe sehr ja. So. Gut, also die Verbindung lasse ich jetzt einfach mal. Ich bin mal gespannt, ob sich der Stau hier irgendwann... Naja, schön Müllproblem, okay. Wäre nicht so, als ob ich das noch nie hier hätte, gehabt hätte. Ich freue mich wunderbar. So, es gab auch ein kleines Update für DxStory, Dextory, falls es ein paar Leute kennen. Mein Aufnahmeprogrammchen, mit dem ich hier die Spielchen aufnehme. Ich finde es extrem gut, weil es besser ist als Fraps. Also Fraps ist auch extrem gut, wenn mein Update rauskommen würde. Das letzte kam 2013 raus. Hurra, hurra, Fraps ist so toll. Deswegen bin ich auf DxStory, Dextory umgestiegen. Und ich finde, Dextory hat auch... ist halt Performance besser, stabiler, braucht halt weniger Zeug und so. Ja, verstehst du schon, was ich meine. Und es kam ein kleines Update raus. Ich sehe jetzt oben links im Moment, wie lange ich aufnehme. Im Moment bin ich bei 2 Minuten 30. Jetzt bin ich bei 2 Minuten 35. Ja, es ist besser. Da brauche ich keinen Timer mehr. Alles geht viel besser vorbei. Ich habe alles mit einem Blick im Blickfeld. Das finde ich extrem gut. Ich sehe gerade ein GPU. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Gerade eben stand da Encoder, Ausrufezeichen. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet. Ich hoffe nichts Gutes. Ich hoffe was Gutes. Nichts Gutes. Und. Ja. Gut, also die Bahn hier funktioniert eigentlich gut. Das hier ist noch ein bisschen Warum halten die da eigentlich an? Warum gibt es hier einen Stau? Wahrscheinlich wegen den hier. Ach, weil die... Warum dürfen die da langfahren? Eigentlich sollte es ja... So. Eigentlich... Hallo? Hä? Eigentlich sollte es ja so sein, dass die... Es ergibt für mich keinen Sinn. Warum sollten die hier langfahren? Das hat man noch mal geändert. Das war früher nicht so. Das war früher nicht so. Und warum fehlt hier eine Schiene? Habe ich wahrscheinlich vergessen zu... hinzubauen. Tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass du so etwas brauchst. Tut mir leid. It's me fair. Oh, schön. Ich finde Brücken ganz nett hier. Aber solche Straßen finde ich eigentlich auch ganz nett.
Obwohl es extrem hässlich aussieht, finde ich die ganz nett. Es sieht wirklich hässlich aus. Oje, was baue ich hier nur? Ich weiß ja nicht. Ich kann... Ach so. Hab mich gerade schon... gewundert, wo die Schi... Was? Hab ich hier noch keinen Bahnhof gesetzt? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, ich hab... ich glaube, ich bekomme so langsam schon Alzheimer. So, also wenn ich jetzt einen Bahnhof setzen würde, dann würde ich den gerne, wenn ich wüsste, wo hier noch Bahnschienen sind. Sind hier Bahnschienen? Da sind Bahnschienen. Dann würde ich den ganz gerne hier hinsetzen und dann, oder? Nee, Moment. Da habe ich eine ausgeklügelte Idee, die viel besser ist als sonst irgendetwas anderes. So, ich nehme jetzt erstmal die Straße hier und mache... Also, ich mache jetzt einfach mal das, was ich auch in meiner... auf meiner privaten Karte gebaut habe. Ich baue hier so ein... Viertel hin. Für die... Ausflugssachen. Also zum Beispiel Monumente oder so Zeug. Baue ich jetzt einfach mal... hier... hin, dass ich halt das hier schon mal habe. Da muss ich das erstens mal nicht mehr bauen. Und zweitens mal kann ich dann halt das hier riesengroß ausbauen. Und... okay. Ich will dann lieber diesen... Nee, ich will dann lieber diesen... Nee, ich will dann... Moment, was ist der? Nee, es war dann nicht. Der hier. Ja, der Bahnhof hier ist es. Was ist denn das? Warum kann ich hier nichts hinbauen? Das ist ja blöd. Ha! So. Zack. Bumpften. Weil dieser, ich habe mir ein paar Mods runtergeladen. Dieser Bahnhof hier hat zum Beispiel, wie man hier sieht, 3 U-Bahn-Station-Anschlüsse. Ist... praktisch. Wenn man zum Beispiel jetzt U-Bahn bauen will. Mit Verbindungsbahnhof. Lalalalalala. Ich gehe einfach mal. Kann ja auch nicht. Mann. Toll. Und jetzt? Ach ja. Der Morde. Nein. Ist doch. Tolle Folge heute wieder. Hier will ich hoch. Hier darf ich nicht hoch. Hier will ich hoch. Da will ich rüber. Da will ich rüber. Und da will ich ran. Okay. Schön fliegende Autos heute. Oh, hallo Molly. Ja. Ja, du kleines Kätzchen. Was ist denn? Oh, da will ich kurz raus. Also... ich bin gleich wieder da, ich lasse das Spiel weiterlaufen, ich lasse das Kätzchen kurz mal raus. Moment, Moment! So. So, jetzt bin ich wieder da. Muss das Kätzchen gerade kurz rauslassen. Oh je. Es sieht extrem schrecklich und hässlich aus, aber der Tau ist weg. Puh. So. Okay, was ist hier das Problem? Ah, das Problem ist Einbahnstraßen. Okay, dann baue ich einfach mal kurz hier da so ein paar Einbahnsprachen. Ich baue jetzt Einbahnsprachen. Ist sie richtig? Nein. Okay.
Hier kommt dann die... Toll, die ist jetzt sogar falsch. Die ist richtig. Die ist falsch. So. Perfekt. Viel besser. So, okay. Falls ich jetzt ein bisschen... ich weiß ja nicht. Ich habe es wieder seit langem nicht aufgenommen, seit ein paar Tagen. Ich glaube seit... Also ich habe vor ein paar Tagen Dishonored aufgenommen. City Skylines ist schon wieder ein bisschen her. Leider finde ich schade. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine Aufnahme wieder anfange, nach einer längeren Zeit, dann fühle ich mich anders. Also ich fühle mich, als ob ich... Also ich bin dann wieder aufgeregt ein bisschen, weil ich es längere Zeit nicht mehr gemacht habe. Und ich fühle mich dann auch ein bisschen anders. Also ich habe mehr Gesprächsbedarf und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht täusche ich mich, aber es kommt mir immer so vor. Als ob es so sei. Was? Oh nein. Nein, 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 nein. So. Toll, jetzt war... Warum fahren die jetzt da lang? Naja, ist mir doch egal. Ah, diese Straßenführung hier ist wieder... dezent blöd. Da würde ich ja gerne... Ich weiß ja nicht, ich tendiere gerne hierzu, aber... Sind die hier größer? Na, die sind gleich groß, dann kann ich ja gleich hier... Toll. Die hier ran betonieren. Oh, Moment, ich baue am besten... alle... hier oben hin, weil nun ja, durch diese Einbahnstraßen ist es mal wieder so, dass die Dinger da nicht durchkommen. Was war denn das gerade für ein Geflimmer? So, ich habe auch ein Tool installiert, das habe ich glaube ich schon mal gezeigt, dass man die Ampeln wegmachen kann. Finde ich praktisch. So, jetzt dürfte eigentlich alles... dieser Krach besser funktionieren hier so. So, also, ja, nochmal zu dem Thema, zum kleinen Themachen zurück mit dem Neusein, mit dem Ersprechen. Wenn ich eigentlich immer so spreche, ist es eigentlich vollkommen gut, weil da habe ich immer was zum Sprechen, da kann ich auch zum Beispiel längere Zeiten aufnehmen. Besprechen nicht aus. Ich habe immer was zum Labern. So, wir sind noch gut im Plus. Im Plus. Seit ich... wow. Ja. Kann ich dezent gut. Seit ich... Okay. Seit... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Puh. Okay. Das hier würde ich dann auch gerne mal mit der Autobahn verbinden. Also hier eine Einfahrt. Ausfahrt, fertig, verbunden. So, mein Job ist getan. Nee. Okay. Was wollte ich dann noch verbinden? Hier will ich etwas verbinden. Es geht wieder im Untergrund entlang. Ich finde diese Option extrem gut, dass man die eingefügt hat mit dem Untergrund, weil früher war das ja nicht mit dem Untergrund. Da gab es so viele... Ja, da ging vieles einfach nicht. Und jetzt einfach... Jetzt geht einfach alles.
Oder alles ist viel besser so. Untergrund ist okay. Kann ich mal gelten lassen. Wer denn wohl die ländliche Abkürzung? Der gute Herr. Ampel, okay. Ja. Gut, dann verbinde ich hier einfach mal das da hier mit das da hier. So. Okay. Lalala, jetzt muss ich da über den Fluss. Perfekt. Okay. Sind es zwei Strecken oder eine Strecke? Jeweils zwei. Da mache ich einfach so und so. Oder? Nee. Doch. Nee, doch. Nee, doch. Nee, ich hatte da schon mal ein kleines Problem. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz normaler Bug, wo City Skylines hat mit dieser Schiene. Wenn man dieses Ding hier, also dieses Dreieck zu nah baut, dann kann es sein, dass die Züge sich gegenseitig behindern, die halt rein wollen in die Stadt, in den Bahnhof, und dann gibt es einen fetten Stau, der dann nur durch Schneewittchen wieder, ja, befreit werden kann. So, dann baue ich hier nochmal kurz ein paar Straßen. Hallalala. Hier noch ein paar, da noch ein paar. Dann baue ich hier wieder Wasser hin. Nicht, dass ich das hier wieder vergesse. Man merkt schon, ich denke mit, ich komme so langsam in das Spiel rein. Aber am Anfang ist es immer ein bisschen schwer. Da weiß man noch nicht so ganz genau, was man jetzt machen muss, was man machen kann. Aber nach und nach geht es. So, dann baue ich hier einfach mal das hier an. So. Dann mache ich das hier einfach mal so an. Nein, das hier nicht. Dann mache ich das hier mal in der Farbe an. Ich weiß auch gar nicht, ob die schon die dieses Gewerbegebiet der hohen Dichteklasse wollen. Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich glaube schon. Okay, da waren auch schon die ersten schönen Leute. Gut. Also alle, die hier rein wollen, müssen einfach über die Autobahn. Die können ja hier über die schöne gebaute Autobahn. Ach, die sieht so schön aus. Davon mache ich einfach mal ein Thumbnail. Die sieht so unglaublich, unglaublich schön aus. 18. Minute und 20. Einfach nur schön. Die haben ja immer noch ein Müllproblem. Was ist das? Okay. Jämmerlicher Landkadaverhausen. Gut zu wissen. Warum fährt hier eigentlich kein Zug? Sind die ausgestorben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo die Züge sind. So, hier nimmt bestimmt jemand die Fracht ab. Genau. Keine Käufer für Produkte. Ein bisschen weiter vorlaufen lassen, wäre die Geschichte besser so. Ich habe jetzt einfach mal die Geschwindigkeit auf 2 gemacht. Dürfte ein bisschen passen. Gut. Okay, Industriegebiet braucht man auch wieder ein bisschen. Den gebe ich auch mal wieder ein bisschen mehr. Dass die zufrieden sind und nicht wieder rumheulen. Das hier lasse ich einfach für Müll. Für ein Mülldeponie. Lalala, lalala. Auf meiner privaten Karte habe ich auch so eine ganze Müll. Also wenn die Stadt größer wird, dann hat die so viele Müllprobleme. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder einfach schlechte Baukonstruktion der Stadt, weil da ging nichts mehr. Ich habe so viele Müllhalden, Müllabfuhr
Verbrennungsanlagen gebaut und so weiter. Ich musste schon eine ganze Meile bauen. Wirklich ein ganzes Viertel, hab's halt mal probiert, aus Müllabfuhr, Verbrennungsanlagen und es wurde ein ganz kleines bisschen besser. Also ich hoffe, dass ich das hier nicht machen muss. Ja, es sieht nämlich hässlich aus, dezent hässlich. So, meine Nase ist wieder erfolgreich verstopft, aber die Folge ist sowieso gleich vorbei. Macht dann auch nichts, kurz vorm Ende der Folge. So, ich werde dann wahrscheinlich auch bei der nächsten Folge oder bei der kommenden Folge, diese, was sind das nochmal? Genau, Bürogebiete ausweisen für die netten Leute hier in der Stadt. Dass die auch mal was so zum Büroleben haben, die Stuhllocker. Da sieht man es auch schon wieder, Müllberge. Natürlich, Spiel. Hier. Noch mehr. Alles, was das Leben braucht. Da, schau mal. Sind noch nicht mal alle in Gebrauch. Dann halt da rum hier. Müll, Müll, Müll. Wir brauchen alle Müll. So, kann ich eigentlich schon hier Monumente? Ja, kann ich schon. Ich baue einfach mal hier das erste Monument auf. Direkt neben den... Direkt hier neben die Bahn. Einfach mal. Ah, nee, da will ich nicht. Das war einfach mal. So, zack, bumm, hin. So. Natürlich. Wasser. Und Strom. Sonst funktioniert so ein Ding nicht. Warte kurz. Nur Geduld. Mr. Ex-Präsident. So. Im Normalbetrieb. Das ist aber schön. Was gibt es noch für Dinger, die man hier hinbauen kann? Ja. Sowas habe ich zum Beispiel auch hinzugefügt. Gibt es noch viele schöne Dinge. Sowas. Weiß nicht was, genau, was das sein soll. Das hier brauche ich einfach auch mal. Hier hin, was ist das? Einkaufszentrum. Mehrere Probleme. Natürlich. Sonst wäre es ja nicht City Skylines. Weil City Skylines ohne Probleme. Gut, also wir machen immer noch kräftig plus. Also muss man mal sagen, Zinsen liegen zwar oben, aber... Oder ich stelle die mal auf... Ich weiß ja nicht. Ich stelle mal auf 10%. Dürfte nicht genügend Kunden. Heieiei. Aber dürfte eigentlich ja schon passen so, wenn er die Zinsen ein bisschen runterstellt. Haha, das sieht man auch schon. Die Leute hier kommen schon rein, besuchen hier alles. Passt. Oh je, muss ich doch ein bisschen... Hochstellen wir dieses hier so. Und ne, Moment. Das und das kommt einfach so auf 10%. So dürfte es passen. Und geht's wieder hoch? Ja, es geht wieder hoch, okay. Gut. Ich hoffe nur, dass ich auch richtig, also nicht zu laut spreche, weil... Wegen der Lautstärke. Nicht, dass ich jetzt übersteuere, weil ich habe jetzt diesen Popschutz ganz ans Mikrofon hingemacht. Und ich teste halt noch ein bisschen rum, dass es halt irgendwie passt. Da will wohl keiner mitfahren. Ich bin immer wieder stolz über diese Architektur in diesem Spiel. Hier. Strom und so weiter. Hätte man da angefangen zu bauen? Nein, man muss natürlich da anfangen, wo es keinen Strom gibt, wo man sich über Strom beklagt und dann wieder pleite geht. Natürlich, Spiel. Ach, schon wieder eine Ampel. Ampeln sind ja eigentlich schön. In SimCity 5 gibt es ja nur Ampeln. Ich würde auch mal gerne testweise einfach nur die Ampeln dran lassen, wie sich...
das dann mit dem Verkehr, also wie sie das dann auf den Verkehr ausübt. Ich weiß nicht. Ja, da fährt der erste Zug. Okay, ich habe ein paar Züge hinzugefügt. Sieht man auch gerade hier. Moment. Das ist so ein... Hallo? Das ist viel zu schnell. Okay, das ist so eine... Ja, ist auch okay. Das ist so ein schöner Zug, den habe ich mal hinzugefügt. Kann man da irgendwie wieder weg? Hallo? Ich... Tap. Wie kann man da weg? R, E, T, Escape. F. Toll. Jetzt komme ich da nie wieder weg. Hä? Wie kommt da? Egal, schaue ich später mal nach. So. Wo fahren wir jetzt hin? Ah ja, jetzt kommen wir gleich über die Autobahn. Lalalala. Da fährt der nächste Zug, ist aber schön. Industriegebiet und so. Hier muss man ein bisschen langsamer fahren. Ah! Hilfe! Was hab ich da nur ver... Ah ja, der ist auch neu. Der, wie komme ich denn jetzt... Ja, ich will da raus. Wie kommt man da raus? Hier steht irgendwas mit... Hier. Irgendwie da... Kommt man gar nicht mehr raus. Aber irgendwann müsste ich mal runterspringen. Hallo? Hallo? Was? Fahr jetzt aus die Stadt raus. Aus die Stadt raus. Ich nicht Deutsch. Aber fahr jetzt weg. Boah, das ist ja geil. Jetzt weiß ich wenigstens, wie man hier... Landschaft erkundet. Folgen. Ah, wie kann man da raus? Ist... Press Tab to exit. Tab. Ja, Tab ist das hier. Tab. Stauen, Windows Tab. Au. Oh. Windows Tab, ich bin jetzt rausgetappt aus dem Spiel. Es nimmt anscheinend... Nimm es doch weiter auf. Moment, ich schau mal gerade was. In meinem Let's Play Ordner Aufnahmen. Es nimmt weiter auf. Wow, ich bin wieder zurück im Spiel und wow, voll cool, aber blöd. Müsste man wahrscheinlich, ja, sieht doch viel besser aus hier, viel besser. Sieht man schon, Einnahmen gehen hoch. Ich weiß nicht, bringen die auch Einnahmen? Ich glaube ja, ich schaue mal kurz nach hier bei... Bürgertouristen, ja, 23. 3. Wow, ist ja voll viel. So, das hier ist auch gut besucht. Okay, mache ich wahrscheinlich nie wieder diese Reise gerade. Obwohl die wirklich, wirklich cool ist. Fläche irgendwann mal wieder. Das hier mache ich einfach auch mal hin. So. Was ist das? Wasser hat es, Strom hat es. Ah, der Zoopalast. Oh, wie geil, Werbung. Für Star Wars. Was ist das für eine Folge? Star Wars. Kann man da irgendwie hin?
Kann man da hin? Sieht man es? Ist da was? Erwache. Erwachender Macht. Erwachender Macht. Erwachender Macht. Schon cool. Also SimCity 5 hat mir auch auf die kleinen Details geachtet. Aber hier achtet man auch auf die kleinen Details. Finde ich nett gemacht. Finde ich wirklich nett gemacht. Hunde verboten. Dürfen keine rein. Jetzt bin ich böse. So. Da kommen auch die ganzen Leute raus. Kommt raus. Kommt daher. Kommt alle her. Sieht aber schön aus. So. Und damit sage ich auch wieder auf Wiedersehen für diese Folge und bis zur nächsten Folge von City Skylines. Wahrscheinlich wird es jetzt eine Folge oder zwei Folgen, ich bin mir noch nicht sicher. Wird man dann sehen, wenn das hier die zweite Folge ist. Also Schluss von der zweiten. Also dann, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von City Skylines. Tschüss. Bling.